Das Projekt Sonnenstrom Wetzikon beschäftigt uns seit mehreren Monaten intensiv. Initialisiert durch die damalige Stadträtin Esther Schlatter, die auch übrigens heute auch da ist, anwesend ist, wird heute aus dem Projekt handfeste Realität. Seit vielen Jahren beobachten wir und verfolgen auch die Entwicklungen im Rahmen der Energiewende. Im Fokus stehen die dezentrale und möglichst CO2-arme Stromproduktion. Solarstrom nachhaltig selber produzieren, ohne eigene Dachflächen zu besitzen. Das ermöglicht jetzt die erste Photovoltaik-Grossanlage der Wetzikerinnen und Wetziker. Und jetzt stehen wir da bereit, die Anlage selber aufzubauen, weil das Dach ist jetzt so weit vorbereitet, die Tragkonstruktion ist da. Jetzt können wir wirklich die Anlage selber drauf installieren. Ja, geschätzter Herr Parlamentspräsident, geschätzte Damen und Herren vom Stadtrat und vom Parlament, geschätzte Presse, geschätzte Anwesende und natürlich auch Kunden. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Informationsveranstaltung. Falls Sie noch keine Anlage gekauft haben, ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um hier einzusteigen. Zum Bau ist auch noch dazu zu sagen, wir haben am 9. April haben wir gestartet mit dem Bau. Und zwar eben hier oben dran, die Konstruktion, der Stadtrat Passow hat das ausgeführt. Die Konstruktion haben wir gebraucht, um das Dach zu verstärken. Also alles das, was hier oben so schön glänzt, ist nicht, weil der Corsin und seine Leute auf Hochglanz poliert haben, sondern das ist wirklich neue Verstärkungen, die man statisch hat müssen einbauen musste. Wenn die Anlage fertig ist, haben wir rund 450'000 Kilowattstunden Ertrag pro Jahr. Danke aber insbesondere natürlich der treibenden Kräfte im Hintergrund, die jetzt nicht da vorne reden, die tun nachher Rede und Antwort steht zu den speziellen Fragen, weil die kommen besser raus als ich. Ist einerseits natürlich Marie-Therese Büsser, ist der Daniel Wasmer als Projektleiter und der Arturo. Das sind wirklich die drei Leute, die hier das ganze Projekt vorantrieben haben. Und ich denke, von meiner Seite her und sicher auch von der Rest, ein ganz herzlichen Applaus für euch. Danke viel mal. Ich muss dazu sagen, das ist eine Anlage, die ich als Stadträtin initiiert habe. Und zwar aus drei Gründen. Erstens ist es natürlich gegangen um die Förderung von erneuerbaren Energien. Und zweitens ist es mir wichtig, dass auf dem riesigen Dach da eine Solaranlage installiert wird, weil es einfach für die Dachfläche sich anbietet. Ich kann auch ein Beteiligungsmodell schaffen, wo sich Leute, die kein eigenes Dach haben, können die Möglichkeit bekommen, sich an der Solaranlage zu beteiligen und etwas für die Energiewende zu tun. Und als Letztes ist natürlich auch ein Marketinginstrument für das Stadtwerk, wo sie können vertreiben, sie betreiben das. Das ist auch für sie eine gute Sache. Stadt Wetzikon kommt einen wesentlichen Schritt weiter, um ihre energiepolitischen Ziele zu erreichen. Die energiepolitischen Ziele sind notwendig als Beitrag der Energiestrategie 2050. Wir haben in Wetzikon einen Rahmenkredit für Photovoltaikanlagen. Das ist wie Vorfinanzierung. Und nachher tut das nach und nach jeder, der ein Panel kauft, tut das dann eigentlich selber finanzieren. Auf 20 Jahre aus, dann ist die ganze Rechnung für ein Panel inklusive Unterhalt, allfällige Reparaturen etc. drin enthalten. Politisch ist es natürlich ein starkes Zeichen von Wetzikon, weil man ermöglicht den Mieterinnen und Mieter selber Solarstromproduzenten zu sein. An und für sich ist das nicht das Thema der Politik, sondern es ist eigentlich ein Thema, dass man Energie, die zur Verfügung steht, dass man die sinnvoll nutzen tut. Die Stadt Wetzikon braucht die Anlage in dem Sinn indirekt, dass quasi der ganze Strom, der da produziert wird, der geht in generellen Stromsee rein. Das heisst, man nicht direkt die 1:1 Produktion und Nutzung, sondern aller Strom geht in grossen schweizerischen Stromsee rein. Und die Leute aus der Stadt Wetzikon, die entsprechend ökologisch nachhaltig Strom kaufen, beziehen auch den Sonnenstrom aus dem Stromsee. Für die Bevölkerung bringt das natürlich, da tun wir CO2-neutraler Strom produzieren. Wir sind nicht mehr auf CO2-behaftete Stromproduktionsmöglichkeiten angewiesen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, eigenen Sonnenstrom hier in Wetzikon lokal zu produzieren und schlussendlich zu brauchen. Lokal produzierter Strom für lokale Benutzer, das ist das wichtigste Kriterium. Im Moment sieht es gut aus. Also wir haben von der ersten Etappe, das ist etwa ein guter Drittel, bereits über die Hälfte der Panels verkauft. Und wir denken jetzt, wo es losgeht und startet, dass eben auch viele Leute sehen, jetzt läuft etwas, dass da noch viel mehr Panels verkauft werden. In dem Fall selbstverständlich. Wir haben ja uns zum Ziel gemacht, dass wir auf umweltschonenden Strom umsteigen tun. Und ja, die Stadt nutzt den Strom auch.
Es ist vor allem ideal für Leute, die nicht ein eigenes Haus und ein eigenes Dach haben. Also Mieterinnen und Mieter, die so auch die Möglichkeit haben, selber Solarstromproduzentinnen zu sein. In Zukunft mit den steigenden Energiepreisen wird die Anlage sich irgendwann auch rentieren. Ja? Also der Vorteil ist der, wenn jetzt sich jemand dafür entscheidet, um zu sagen, wir wollen eigenen Solarstrom kaufen. Sie könnten natürlich auch Solarstrom kaufen. Das ist natürlich kostet sehr viel mehr. Hingegen, wenn Sie Ihre eigene Anlage haben, können Sie es eigentlich zu einem günstigeren Preis können Sie Ihren eigenen Solarstrom selber produzieren. Also es gibt auch Projekte in anderen Städten. Ich weiss jetzt gerade von Uster, es gibt es auch in Wald. Aber in dieser Grössenordnung, wie wir es hier haben, glaube ich, ist es auch für das Zürcher Oberland sicher die grösste Anlage, wo das Publikum sich beteiligen kann. Das ist so, weil sie beziehen ja Strom, Gas und darum stehende Wasser. Sicher auch bei uns in der Stadt. Und wir tun von dieser Produktion, die wir hier auf der Anlage haben, tun wir ausrechnen, wie viel das eigentlich pro Panel ist. Tun wir das zurückrechnen. Und wenn sie zwei Panel haben oder drei, je nachdem, wird ihnen proportional, wird ihnen das auf der Rechnung, wird ihnen das vergütet. Also die Stadtwerke machen einen bescheidenen Gewinn, der ihre Administration decken und die Aufwendungen, die sie haben, Projektleitungen und so weiter. Aber es ist für die Stadtwerke mehr ein Projekt, das zeigt, dass sie sich einsetzen für erneuerbaren Strom, wie auch die Stadt Wetzikon. Und ich denke, es ist ein schöner Ort, oder, am Eingang von der Stadt, wo man sieht, doch in Wetzikon läuft etwas mit Sonnenstrom. Also wir haben so eine ganz nette Homepage, wo man draufgehen kann. Man kann sich sogar sein eigenes Modul kann man sich selber auslesen, welches das man bevorzugt, sei es mit innen oder am Rand. Und so viele Module, wie man gerne hätte, kann man anklicken und kann die einfach bestellen. Jeder darf einfach nur maximum 20 Panels kaufen. In Bezug auf die städtischen energiepolitischen Ziele will man gegenüber 2010 den Stromverbrauch bis in 25 um 10% senken. Ja, gut, die langfristigen Ziele sind natürlich eben die Dekarbonisierung. Das kommt natürlich vom Bund oben runter. Das ist mal sicher das Hauptziel. Wir von der Stadtwerke, unser Ziel ist, dass wir Energieversorgung sicherstellen können. Und Energieversorgung ist Energieproduktion, aber auch Verteilung. Wenn Sie in so einem Panel besitzen und leider aus Wetzikon gehen, dann würden wir das Panel zum Istwert zurückkaufen. Das haben wir auch hinterlegt, das ist linear, wird das abgeschrieben über die Jahre. Und dann bekommt der Kunde den Restwert zurückvergütet.